Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei InTV. Dieser Fall sorgte für Aufregung. Ein niederbayerischer Notarzt bekam einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit. Allerdings war er im Einsatz. Und eigentlich haben Rettungsfahrzeuge, wenn sie im Einsatz sind, Sonderrechte. Dennoch werden Notärzte und Rettungskräfte oft wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung belangt. Fragt sich also, ob die Umsetzung dieser Sonderrechte einer Revision bedarf. Wir brauchen auf jeden Fall eine eindeutige Klarstellung, wer hier Vorrang hat, nachdem ja sogar eine Strafanzeige gegen einen Notarzt die Gemüter bewegt hat. Es ist undenkbar, dass Leute, die zum Teil auch ehrenamtlich alles tun, damit in Notfällen Menschen schnell geholfen wird, von irgendwelchen unüberlegten Autofahrern dann daraus der Strick gedreht wird. Darum muss man das jetzt nochmal bekräftigen, wer da Vorrang hat. Die Verkehrsteilnehmer merken erst sehr spät, dass ein Rettungswagen unterwegs ist. Konkrete Vorschläge wären hier, dass zum einen die Martinshörner etwas lauter sind und dass der Verkehrsteilnehmer nicht ausweicht, sondern an die Seite fährt und hält. Auch das würde zur Sicherheit führen. Unser nächstes Thema befasst sich mit der NSU-Mordserie. Hier will man in der bayerischen Politik Konsequenzen ziehen. Und deshalb formulierte der Untersuchungsausschuss NSU des Bayerischen Landtags über 50 Reformvorschläge. Eine weitere Kommission soll die Umsetzung begleiten. Wenn wir uns die gesamte Thematik der NSU-Untersuchungskommission betrachten, merken wir sehr schnell, dass es im letzten Jahr hier einen Untersuchungsbericht des Bundestages gegeben hat. Deswegen meine ich, dass der bayerische Weg, so wie im vergangenen Jahr, wo am 25. November im Verfassungsausschuss, aber auch im Innenausschuss ein sehr ausführlicher und tiefgreifender Bericht erstattet worden ist, ein sehr guter Weg ist und dass diese Ausschüsse, diese Kommission sehr unnötig machen, weil diese Ausschüsse mit der Thematik befasst sind und auch aus meiner Sicht hier sehr stringent weiterarbeiten. Die Kontrolle, die hier gemacht werden soll, ist ja erforderlich, weil in dem Bereich der Geheimdienste und der Landeskriminalämter erhebliche Mängel aufgetreten sind bei der Zusammenarbeit. Es war eigentlich erschreckend und da es hier um eines der Megathemen in dem Land geht, Bekämpfung von Rechtsradikalismus mit Terrortendenzen, muss man unbedingt die Reformvorschläge parlamentarisch begleiten. Das kann man nicht mit der Verwaltung allein machen. Und das war es auch schon wieder, liebe Zuschauer von Plenum TV, hier bei InTV. Unser Magazin, das können Sie am kommenden Samstagabend sehen. Machen Sie es gut. Servus.